Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Steam-Version von GTA 4 auch auf Windows 7 spielen könnt. Ja, und ich hatte mir letztens GTA 4 für oder über Steam gekauft und wollte das Ganze spielen und dann ja, hatte ich folgendes Problem. So, das Spiel wird jetzt erstmal kurz gestartet. Gehe auf Spiel starten. Ja, hatte folgendes Problem. Ich bekam nämlich eine Fehlermeldung und zwar hier GTA 4 schwerwiegender Fehler aufgetreten. Windows Vista, es wird Service Pack 1 oder höher benötigt, um fortzufahren. Gut, und um diese Sache zu beheben, um das Spiel mit Steam spielen zu können, müsst ihr folgendes machen. Also wir bestätigen jetzt erstmal hier mit OK. Und ja, funktioniert nicht mehr. Programm schließen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen in den Windows Explorer. Und jetzt geht ihr in den Pfad, wo ihr die ganzen Steam-Spiele installiert habt. Also bei mir ist das hier die Festplatte F. Und dann geht ihr auf Steam Games, Steam Apps. Kann man. Und jetzt seht ihr die Spiele hier, die ihr mit Steam installiert habt oder die ihr auf Steam gekauft habt und geht jetzt hier auf GTA 4 wieder in den Ordner GTA 4. So, und jetzt sind für uns die vier Dateien wichtig, also GTA 4 Browser, der GTA Encoder, GTA 4, die Startdatei und die Launch GTA 4 Datei. Und ihr macht jetzt Folgendes. Erstmal mit Linksklick die Datei markieren. Jetzt gehen wir mit Rechtsklick drauf. Eigenschaften, Kompatibilität, Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für Windows Vista Service Pack 2 und Programm als Administrator ausführen. Bestätigt das mit OK. Und das Ganze machen wir bei den anderen drei Dateien jetzt auch nochmal. Kompatibilität, Windows 7, Admin, OK. Hier auch. Das. So, und bei der Datei auch noch. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann wieder rausgehen aus dem Windows Explorer, geht in euer Steam-Verzeichnis und startet das Spiel und jetzt läuft das Spiel auch auf Windows 7 über Steam ohne Probleme. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel.